Für all die Zahlenjongleure unter euch gibt es ein bisschen was Neues in YouTube Analytics. Was das Ganze ist, das schauen wir uns jetzt hier in den nächsten paar Minuten einfach mal ganz kurz an. Damit dann hallo und guten Abend YouTube, das ist die YouTube-Lupe Nummer 69. Und ja, nach dem letzten Video sind wir jetzt hier zurück am Computerbildschirm und wir schauen uns mal an, was YouTube uns hier Neues in Analytics präsentiert. Fangen wir mal mit dem ganz kleinen, noch nicht ganz so offensichtlichen an, denn uns lächelt ja schon eine blaue Mitteilung an, aber wir schauen mal kurz auf ein anderes Detail. Und zwar gibt es jetzt die Möglichkeit, dass ihr hier im Dropdown-Menü nicht nur immer so die letzten Wochenberichte angucken könnt, sondern auch wirklich mal zu den ersten 7 Tagen, zu den ersten 30 Tagen eures Kanals zurückgehen könnt oder auch zu den ersten 365 Tagen und könnt dann so mal auch vergleichen, wie hat sich denn jetzt mein erstes Jahr auf YouTube so entwickelt im Vergleich zu dem jetzt aktuellen Jahr. In meinem Fall, wenn ich jetzt hier einfach mal so auf die ersten 30 Tage zurückschaue, dann sind das sagenhafte 136 Aufrufe mit einem sehr hohen Peak hier gleich zu Anfang. Ich glaube, ich habe damals von Crysis, von der Demo, einfach urheberrechtlich geschütztes Material hochgeladen, zusammen mit urheberrechtlich geschützter Musik. Naja, ich war jung, der Kanal war jung, YouTube war jung, es war eine andere, eine wilde Zeit. Gehen wir jetzt hier aber mal zurück wieder auf die letzten 30 Tage und schauen uns das an, was YouTube uns hier schon in der blauen Mitteilung präsentiert. You can now easily compare two videos, two date ranges or two geographics. Click the comparison button below to get started. Ist natürlich jetzt für die meisten deutschen Nutzer etwas unpraktisch, dass die Mitteilung da auf Englisch steht, aber ich denke mal, wer sich auf YouTube etwas aktiver bewegt, der versteht hier sofort auch, was gemeint ist. Und wir haben ja auch direkt unter der blauen Mitteilung den entsprechenden Button zum Vergleichen. Was hier dann jetzt aufgeht, ist eine zweite Zeile, in der wir Daten eintragen können, so wie ja auch schon die normale Standardzeile. Ich schalte es hier nochmal zurück. Da können wir ja hier bereits auch schon nach Videos suchen, nach Orten suchen oder eben entsprechend Zeiträume auswählen. Und jetzt kriegen wir hier noch eine zweite Möglichkeit dazu. Um uns das insgesamt mal ein bisschen genauer anzugucken, gehe ich jetzt einfach mal nur in die Aufrufe rein, damit wir hier das Ganze dann auch direkt mit Zahlen sehen können und ich dann nicht so lange umherpixeln muss, um die Einnahmen noch wieder rauszupacken. Weil ich darf ja sagen, was ich verdiene, aber so die tiefen Details will YouTube ja dann oder Google ja auch nicht, dass die weitergegeben werden. Von daher bleiben wir hier bei den Aufrufen. Schauen wir also mal rein in den Vergleich. Jetzt haben wir hier einmal in der ersten Zeile, sind die letzten 30 Tage. Und dann kann ich beispielsweise hier oben auch die Previous Period auswählen. Das ist im Prinzip genau der Zeitraum, der genauso lang ist, nur einmal direkt vor den ersten Zeitraum gesetzt. Das heißt, die letzten 30 Tage gehen jetzt hier bis Mitte Februar zurück. Wir sehen das hier einmal ganz gut. Und dann die Zeitspanne davor geht entsprechend bis Mitte Januar zurück und dementsprechend haben wir beides dann hier jetzt im direkten Vergleich. Natürlich kann ich mir auch mit den bisherigen Methoden einfach einen 60-Tages-Zeitraum aufziehen und sehe dann so beides im Vergleich, beziehungsweise dann ja beides nebeneinander und kann daraus meine Schlüsse ziehen, aber so bekomme ich jetzt hier beides nochmal direkt im absoluten Konkurrenzkampf angezeigt und gerade wenn ich dann auch andere Zeiträume nehmen möchte, beispielsweise den Dezember von 2013 verglichen mit dem Dezember 2012, dann ist es ja doch schon wieder ein bisschen schwieriger, das Ganze hier mit einer Zeitspanne zu machen. Und hier bekomme ich dann die Möglichkeit, dass ich hier oben entsprechend den Dezember 2013, ich tippe das mal schnell ein. So, und hier wurde dann einmal die Magie des Videoschnitts tätig. Ich habe jetzt hier mal auf Screen sozusagen für euch den Zeitraum eingestellt, weil das Tippen ist dann doch ein bisschen, naja, unbequem in dem Eingabefeld. Wir bekommen hier dann ja zum einen einmal eine Tabelle mit den Vergleichszeiträumen und schon einigen Vergleichsdaten, also hier in dem Falle die Aufrufe und die geschätzte Wiedergabezeit und natürlich auch ein Diagramm, wo wir beides in einen direkten Konkurrenzkampf gegenüberstellen können. Und was wir auch noch machen können, ist hier dann weitere Messwerte auszuwählen. Es ist leider nicht möglich, dass ich jetzt hier mit dem Vergleichen von zwei Zeiträumen oder zwei Videos auch noch verschiedene Messwerte vergleichen kann in dem einen Diagramm. Das ist momentan nicht möglich, aber ich kann hier durchaus noch andere Messwerte auswählen. Beispielsweise kann ich ja hier die geschätzten monetarisierten Wiedergaben noch auswählen. Die bekomme ich dann zusätzlich noch in der Tabelle mit angezeigt, aber auch dann nur ein Datensatz immer im Diagramm. Das heißt, da ist dann entweder nur die Aufrufe oder nur die monetarisierten Wiedergaben. Ich kann das hier auch
entsprechend umschalten. Dann behalte ich beide Werte in der Tabelle drin, kann dann aber hier entsprechend gezielt auswählen, was für Daten ich sehen möchte. Was vielleicht auch noch interessanter ist, ist die Möglichkeit, ja direkt zwei Videos miteinander zu vergleichen. Beispielsweise, wenn man ja verschiedene Formate vielleicht mal ausprobiert auf seinem Kanal, dass man dann schauen kann, wo ist denn die Zuschauerbindung besser, wo sind mehr Aufrufe da, etc. pp. Und da können wir dann einfach die Zeiträume hier wieder entsprechend umstellen. Gehen wir zurück auf die letzten 30 Tage jeweils. Die letzten 30 Tage, nicht die ersten. Und dann kann ich ja hier auch schon Videos auswählen. Ich nehme jetzt mal den Fanfinder, das erste Video, was ich dazu gemacht habe. Und da gegenüber stelle ich dann das zweite Fanfinder-Video, was ich gemacht habe. In dem Fall sind das zwei Videos mit sehr, sehr ähnlichem Thema. Und ich könnte jetzt hier natürlich sehr tief in Analytics reinsteigen und schauen, welches Video hier mit welcher Optimierung tatsächlich besser funktioniert hat. Denn man sieht ja hier schon auf Anhieb, es ist der gleiche Zeitraum, das gleiche Videothema an sich. Allerdings hat das erste Video, was ich zum Fanfinder gemacht habe, ja fast dreimal so viele Aufrufe erreicht wie das zweite Analysevideo dazu. Das sollte soweit als Einblick aber auch gewesen sein in die Möglichkeit, hier Videos, Zeiträume und Orte zu vergleichen. Ich denke mal, ihr müsst da selber mal ein bisschen euch durchwurschteln, was da so möglich ist und was ihr für euch dann letztendlich auch braucht. Ansonsten war es das jetzt. Ich hoffe, wie immer, euch hat es gefallen, informiert, weitergeholfen oder was auch immer. Wenn ja oder wenn nein oder ihr noch irgendwas zu sagen habt, dann quatscht es mir unten auf die Mailbox. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.